Ja, in diesem Video geht es um die Lockdown-Folgen, also Ausgangssperre bzw. Ausgangsbeschränkungsfolgen dieser Corona-Pandemie in Deutschland und schauen wir dazu ein paar erschreckende und alarmierende volkswirtschaftliche Eckdaten an bzw. 9 Schutzmaßnahmen, die du jetzt für dich umsetzen solltest, um dein Geld noch zu retten oder so viel wie möglich davon noch gewinnbringend für dich zu sichern. Bleib dran, sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu Geld krisensicher anlegen. Ich bin der Carsten und in diesem Video erfährst du, wer soll die Corona-Rechnung bezahlen, weil irgendjemand muss sie bezahlen, und 9 Schutzmaßnahmen dazu, wie du dein Geld retten kannst, wie du dein Vermögen retten kannst. Schau dir unbedingt dieses Video bis zum Schluss an, weil mit Sicherheit ist auch für dich der eine oder andere umsetzbare Tipp, die eine oder andere umsetzbare Schutzmaßnahme dabei. Also schau es dir an. Viel Spaß dabei. Ja, Lockdown-Folgen für deine Finanzen. Schauen wir uns das an. Wer soll die Corona-Rechnung bezahlen? Das hat heute der Tagesspiegel gefragt, aktuell 12.05.2020. Und gestern stand in der Welt schon einige Sachen damit drin. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Nach Corona gibt es neue höhere Negativzinsen, höhere Steuern oder Abgaben. Was kommt? Jeder stellt sich jetzt die Frage, wer soll das Ganze bezahlen, diese Einbußen, die wir hier erleiden werden? 9 Schutzmaßnahmen möchte ich dir mit auf den Weg geben, mit denen du dein Geld vor einer Enteignung bewahrst, wie du es retten kannst. Schaue dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an und das eine oder andere ist mit Sicherheit auch für dich dabei umsetzbar. Warnen möchte ich von Anfang an schon vor den Konten, Sparbüchern, Festgeldern, Anleihen, Zertifikaten, Lebensversicherungen und Bausparverträgen. Warum? Das habe ich schon in anderen Videos gezeigt. Ich gehe auch hier und heute nochmal kurz mit drauf ein. Stell auf jeden Fall, wenn du dort noch irgendwo Gelder liegen hast, stell sie kritisch, äußerst kritisch auf den Prüfstand. Und wenn du Fragen hast, ruf mich gerne dazu an, nimm Kontakt mit mir auf, schreib es in den Kommentar oder nimm direkt mit mir Kontakt auf. Welche Auswirkungen haben Inflation, Schuldenpolitik und Negativzinsen auf dein Geld? Das war meine Frage in jeder Beratung vor Corona. Und heute sind die Fragen, welche Auswirkungen haben die Corona-Maßnahmen auf dein Geld? Was kannst du machen? Was sollst du tun? Was musst du wissen, um Anlageentscheidungen treffen zu können, die richtigen Anlageentscheidungen? Und dazu möchte ich mit dir gemeinsam ein paar aktuelle, erschreckende und vor allen Dingen alarmierende volkswirtschaftliche Eckdaten anschauen, die alle fundiert hinterlegt sind. Das kannst du alles nachrecherchieren. Das sind keine Behauptungen. Es ist keine Verschwörungstheorie, ich bin kein Aluhutträger oder ähnliche Geschichten. Sei kritisch auf jeden Fall, ganz klar, aber schau dir wirklich dieses Video bis zum Ende an und dann treff deine für dich folgerichtige Entscheidung. Aufgrund der Krise erleiden rund 2,6% der Deutschen, in Zahlen in Millionen ausgedrückt sind das 2,1 Millionen Bürger, existenzbedrohende finanzielle Verluste. Also existenzbedrohend heißt nicht mal schnell irgendwo eine Einbuße, sondern das sind Menschen, die können unter Umständen ihre Miete nicht mehr bezahlen, die wissen nicht mehr, wie sie einkaufen und so weiter. 2,1 Millionen Bürger. Das hat gestern in der Presse gestanden. Und weitere 3,5 Millionen Deutsche werden erhebliche finanzielle Einbußen erleiden. Dann kommen nochmal 14,4% mit leichten Kürzungen hinzu, dass jetzt geschätzt wird, mehr als ein Fünftel der Bevölkerung wird mit weniger Geld auskommen als vor der Krise. Ich denke, wenn diese Zahlen jetzt so offiziell gemacht werden, die Zahlen in der Praxis werden wahrscheinlich noch viel, viel dramatischer aussehen. Aber wir gucken uns das im Einzelnen gleich nochmal mit an. 50% aller Unternehmen in Deutschland sind in Kurzarbeit. Das hat die Tagesschau gesagt am 30.04. 750.000 Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Ein absoluter trauriger Rekord. Das ist absoluter Wahnsinn. Und 308.000 neue Arbeitslose sind im April dazugekommen. Das hat Herr Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, gesagt. Diese Zahlen gab es noch nie in einem April seit 1945. Also absolut dramatisch, absolut erschreckend. Das heißt, es sind Kurzarbeiter im April um 7,5 Millionen dazugekommen. Insgesamt
10,15 Millionen Menschen und das sind 30%. Sage und schreibe, 30% aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland. Und das ist absolut dramatisch. Und von diesen Kurzarbeitern, die sich jetzt erstmal kurzfristig ja ein bisschen noch retten können, wer weiß, wie viele davon in Arbeitslosigkeit gehen noch. Wie viele Unternehmen werden Insolvenz anmelden müssen? Wie viele Menschen werden noch in Arbeitslosigkeit rutschen? Keiner kann es derzeit beantworten. Heute stand im Tagesspiegel, aktuell 12.05.2020, die Frage, wer soll die Corona-Rechnung bezahlen? Ganz klar, auch die Politiker machen sich natürlich Gedanken darüber, ganz klar. Und derzeit ist es so, für den Gesamtstaat wird allein für das laufende Jahr, also für das Jahr 2020, mit einem Minus von rund 100 Milliarden Euro gerechnet. Wie groß wird das Loch in den Folgejahren sein? Aus Koalitionskreisen heißt es, man rechne mit einem Minus bei den Steuereinnahmen von rund 300 Milliarden Euro bis zum Jahr 2024. Ich möchte dir jetzt nicht alles hier vorlesen. Du kannst dir diese Zahlen alle besorgen, aus dem Tagesspiegel aktuell vom 12.05.2020. Aber was hier noch eine immens wichtige Frage ist, keiner weiß, ob Wirtschaft und Konsum wieder ins Laufen kommen. Klar kommen die irgendwann wieder ins Laufen, aber in welcher Zeit, wann können wir damit rechnen? Und einfach aus Angst um ihren Arbeitsplatz denkt jetzt kaum einer an ein neues Auto oder an eine neue Küche. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich mache derzeit nur Einkäufe, die ich unbedingt brauche, weil ich einfach, ja, ich sage es jetzt mal so lapidar, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust, mit dieser Maske irgendwo in ein Kaufhaus zu gehen oder mich umzuschauen oder sonstiges. Es macht keinen Spaß. Es ist einfach, ja, es ist einfach nicht schön. Und natürlich für die meisten aber ein riesengroßes Problem. Und auch ich frage mich, was kann ich mir überhaupt noch leisten langfristig? Natürlich, dieses Verhalten wird auf alle übergreifen. Jeder macht sich Gedanken, was mache ich mit meinem Geld? Und dabei sind noch nicht mal die hohen Arbeitslosenzahlen im nächsten Jahr mit eingepreist. Ein Finanzexperte im Bundestag hat es auf folgende Formel gebracht: immer mit dem Schlimmsten rechnen. Und Achtung, wenn das Politiker sagen, dann wirklich rechne wirklich auch du mit dem Schlimmsten. Aber hier, wie gesagt, soll es nicht um Angst machen gehen. Ich möchte wachrütteln. Ich möchte wirklich den einen oder anderen, der jetzt noch denkt, naja, das sitze ich auf der linken Pobacke ab, das wird schon irgendwie. Nein, lass dich nicht einlullen, glaub das nicht, mach dir wirklich ernsthaft Gedanken um dein Geld, um deine Ersparnisse, um deine Finanzen. Aber wir schauen uns das alles an. Was läuft noch alles aus dem Ruder? Die Krankenkassen haben natürlich, auch denen fehlen Geldern. Und hier würde, wenn die Krankenkassen keine Steuerzuschüsse vom Bund bekommen, müssten die eigentlich, die Versicherten, also wir alle derzeit 1,1%, was wir zahlen, zukünftig 2 bis 2,2% zahlen. Das heißt, wir haben mehr Ausgaben, aber weniger Einnahmen. Also ich rede noch gar nicht von den Rentenkassen und so weiter, das waren ja vorher schon alles Riesenprobleme. Wie geht es weiter? Was wird aus Einzelhändlern, Reisebüros, Tourismus, Luftfahrt, Hotels, Pensionen, Gastronomie, Fahrzeugindustrie, Kunst, Unterhaltung, Sport, Gesundheitswesen? Das sind jetzt diejenigen, die es ja am meisten betroffen hat, jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, was waren wir denn jetzt eigentlich zu Hause, 6 Wochen, 8 Wochen, keine Ahnung, weiß das gar nicht mehr, gefühlte Ewigkeit. Hier stehen jetzt natürlich nicht alle Bereiche drauf, aber das sind jetzt die Bereiche, die mir am schnellsten so eingefallen sind, die die größten Einbußen kurzfristig hatten, aber es greift natürlich auf alle Bereiche über. Was wird sehr wahrscheinlich jetzt nach Corona finanziell auf uns zukommen? Dieses nach Corona in Anführungszeichen, weil keiner von uns weiß, wie geht es überhaupt mit dieser Pandemie weiter? Wann wird sie eingedeckt? Kommt nochmal ein, dass wir alle zu Hause bleiben müssen? Und das ist einfach katastrophal. Keiner kann es richtig rechnen. Ja, was wird kommen? Wirst du noch in Zukunft Zinsen auf Guthaben haben? Diese Frage habe ich letztens bekommen. Sorry, dann kann ich wirklich nur sagen, träum weiter. Wo soll das herkommen? Wo sollen die Zinsen herkommen?
Ich rechne, wie viele Finanzexperten übrigens, mit erhöhten Negativzinsen, minus 3, minus 4, manche sprechen sogar von minus 5, minus 6% auf Guthaben und oder sogar noch mehr. Deswegen ist ja auch immer wieder die Frage, wenn das kommen sollte, 3, 5% oder mehr auf Guthaben, was werden die meisten von uns machen? Diejenigen, die noch Bargeld irgendwo haben, werden das natürlich abheben. Und dann sind wir wieder im nächsten Thema drinne. Wird das Bargeld abgeschafft? Weil wenn alle das Bargeld abheben, kann ja der Staat keine Negativzinsen erheben. Also auch das ist nicht von der Hand zu weisen. Das kann kommen, das ist eine Möglichkeit. Müssen wir schauen. Werden Steuererhöhungen kommen? Eigenheimzulage, Lastenausgleich, Vermögensabgabe etc. Diese Frage müssen wir uns stellen, weil diese Frage stellen sich natürlich auch die Politiker. Es muss ja irgendwann irgendwo das Ganze wieder bezahlt werden. Insolvenzen, Arbeitslosigkeit, Verstaatlichung, das haben wir uns schon angeschaut, das wird kommen. Das ist einfach so. Das greift natürlich auch auf Versicherungen über. Wie können die Versicherungen überhaupt noch ihre Zusagen einhalten? Können die Banken ihre Zusagen noch einhalten? Also hier kommen noch viele, viele Dinge auf uns zu. Und in den Bereichen, ich habe hier oben mal die Lufthansa als Beispiel genommen, weil das stand ja jetzt die letzten Tage in der Presse, eventuell verstaatlicht werden. Das wird wahrscheinlich vielen, vielen anderen Unternehmen ebenfalls noch drohen. Dann ist die große und die entscheidende Frage, ist der Staat ein guter Unternehmer? Wird das Unternehmen dann wirklich gerettet oder ja, was ist das eigentlich für uns? Erschwerend kommt hinzu, das soll jetzt kein Meckern, keine Beschuldigung, keine Schuldzuweisung oder sonst irgendwo sein, sondern das sind einfach Fakten, denen wir uns jetzt hier stellen müssen. Und eins ist natürlich ganz klar, das betrifft nicht nur Deutschland, sondern das ist ja weltweit. Und so unwahrscheinlich hart, wie uns das jetzt betreffen wird, andere Länder sind da noch viel, viel schlimmer, viel, viel bescheidener dran. Ich habe Freunde in Argentinien, in Spanien, in Italien. Wir haben fast ja wöchentlich auf jeden Fall Kontakt. Die betrifft es noch viel, viel härter. Und dort ist es stellenweise schon so. Fiat habe ich heute vorhin überlegt, zum Beispiel, ob sie Insolvenz anmelden. Und die haben ja alles diese Systeme, die wir noch in Deutschland haben, die kennen die ja alle nicht so. Und wenn ich dann in andere Länder schaue, Thailand, Bangkok, Vietnam, was weiß ich, ist das noch Afrika, die sind alle noch viel, viel schlimmer dran als wir. Also das ist nicht nur Deutschland, sondern es ist ein weltweites Problem. Und es geht nicht darum, den Gürtel enger zu schnallen, sondern ein Umdenken in allen Bereichen kommt da wirklich auf uns zu. Ja, die Frage natürlich ist jetzt, wie kannst du dein Vermögen schützen? Es geht hier nicht darum, um Angst zu machen, sondern es geht einfach um Fakten darzustellen, um dir Lösungen, Möglichkeiten, Chancen aufzugreifen. Das heißt nicht, dass ich dir versprechen kann, mit diesen Schutzmaßnahmen wirst du dein Geld zu 100% retten, sondern so viel wie möglich deiner Gelder noch sicherzustellen, weil keiner von uns weiß derzeit, in welche Richtung geht es überhaupt. Lass uns gemeinsam die Lösung anschauen. Die Schulden weltweit, schauen wir nochmal ganz kurz zurück. Die Schulden weltweit waren bereits vor Corona so hoch, dass in offiziellen Gremien diskutiert wurde, wie können diese überhaupt noch abgebaut werden. Ich möchte dir einfach mal die Gedanken aufzeigen, die es bereits vor Corona gab, damit du ungefähr weißt, ja, wo es hingehen kann. Weil ein Vorschlag war zum Beispiel aufgrund der Krise 2008, dass Negativzinsen eingeführt werden und dass es Bargeldverbot kommen soll, um eben diese Negativzinsen auch umzusetzen. Wie gesagt, das war vor Corona, also wie wahrscheinlich ist, dass die Negativzinsen erhöht werden? Sehr wahrscheinlich, meiner Meinung nach. Ein weiterer Vorschlag war eine Abgabe von 10% auf private Haushaltsvermögen. Aber, und jetzt halte ich fest, aber diese Schuldensteuer, so nenne ich sie jetzt einfach mal, in Höhe von 10% auf alle Nettovermögen, hätte nicht ausgereicht. Und das war vor Corona. Und jetzt haben wir noch eine ja viel, viel schlimmere, viel, viel bedrohlichere finanzielle Situation. Deswegen dieses Video jetzt, dass du einfach mal nachdenkst, wie sind deine Finanzen angelegt. Und wenn die Schulden also vorher schon nicht so ohne weiteres abgebaut werden konnten, was kann dann theoretisch jetzt auf uns zukommen? Die positive Variante wäre Wirtschaftswachstum, Tilgung aus laufenden Zahlungsströmen.
Das ist das, was die Politiker auch jahrelang gehofft haben, worauf sie hingearbeitet haben. Und jetzt durch Corona, ja, ist das natürlich, wie wir uns vor uns die Zahlen angeschaut haben, sicherlich, ja, ich glaube nicht daran, dass das kommt. Eine andere Variante wäre Bankrotte. Wir werden Bankrotte sehen. Wir werden negativen Realzins sehen. Wir werden eine starke Inflation haben. Plötzliche Abgaben, Vermögenssteuern, Währungsreformen. Also das wird wohl die Richtung sein, wo es, wie gesagt, nicht nur Deutschland, sondern EU-weit, weltweit hingehen wird. Früher oder später. Aber hast du gewusst, dass es in den letzten 150 Jahren in Deutschland bereits schon 6 Währungen gab? Es ist also eigentlich nichts Neues. In den letzten 5000 Jahren gab es über 640 Währungen. Wie viele davon haben überlebt? Keine, keine einzige. Also was ich damit sagen will, so bedrohlich und so kritisch das Ganze jetzt ist, ja, es ist hart, es ist schlimm und es wird viele ganz, ganz schlimm treffen, aber wir werden auch da durchgehen. Wir haben es auch in der Vergangenheit, was heißt wir, unsere Vorfahren, immer wieder bewiesen. Ich möchte dir hier den einen oder anderen Tipp mitgeben. Vielleicht kannst du diesen noch für dich umsetzen. Unklar ist, was kommt und wann es kommt, aber du solltest in deiner Anlageentscheidung auf jeden Fall mehrgleisig fahren. Das hat übrigens mit dieser Situation nichts zu tun. Das ist eine Geschichte, die du auch schon vorher hoffentlich gemacht hast und auch weiterhin machen solltest. Die Frage ist also, welche Schutzmaßnahmen kannst du treffen, um dein Geld, dein Vermögen zu retten? Wie gesagt, noch einmal, natürlich keine Garantie, dass du 100% jetzt deines Geldes, deines Vermögens retten kannst. Das wissen wir alle nicht. Aber so viel wie möglich deiner Ersparnisse für dich noch, ja, ins Trockene zu bringen. Als erster Tipp, erste Schutzmaßnahme, habe Bargeld jederzeit griffbereit und bei eventuellen Bankenschließungen deine wichtigsten Ausgaben bestenfalls über mehrere Monate abdecken zu können. Wir hatten ja jetzt so eine ähnliche Situation, wo wir 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, ich weiß es nicht mehr, zu Hause waren und wo ja schon Befürchtungen waren, kann ich überhaupt noch an die Bank ran? Kann ich überhaupt noch Geld abheben? Gott sei Dank war es so, man konnte es noch. Aber wie sieht die Zukunft aus? Wir wissen es nicht. Deswegen einfach nur, es muss nicht kommen, es kann aber kommen. Und wenn ich jetzt sage, es ist absehbar, dann, wenn du diesen Gedanken an dich ranlässt, wenn du sagst, jawohl, es könnte passieren, dann setze diesen Tipp auf jeden Fall für dich um. Habe so viel wie möglich Bargeld für dich zur Verfügung, wenn du noch die Möglichkeit hast, wenn du noch zu denjenigen gehörst, die noch irgendwo Gelder, ja, beschaffen können, diese abheben können. Und dass du diese Rücklagen für dich zu Hause hast. Weil wenn du zum Beispiel 2500 Euro feste monatliche Kosten hast und sagst, okay, 6 Monate ist mein Sicherheitsbedürfnis, dann würde das bedeuten, du solltest, wenn es dir möglich ist, 15.000 Euro Bargeld für dich besorgen. Natürlich so absichern, dass es auch niemand weiß. Aber dann hast du zumindest für dich die Sicherheit, die nächsten 6 Monate kannst du deine Kosten decken. Zweitens, habe nicht mehr als 100.000 Euro auf einem Konto. Aber allerdings ist natürlich auch diese Grenze nicht absolut sicher. Es wird ja immer von dieser Sicherheit gesprochen. Ich glaube da nicht daran. Ich glaube, wenn jetzt wirklich was passieren würde, wären auch, wenn du nur in Anführungszeichen 100.000 Euro auf dem Konto hättest, dann wären auch diese nicht gesichert. Aber als wenn du mehr als 100.000 hast, dann verteile das auf mehrere Konten, auf mehrere Familienmitglieder, einfach zur Sicherheit. Drittens, begrenze den Anteil deiner Investments im typischen Enteignungsschwerpunkt. Und das ist für meine Begriffe der wichtigste Punkt, den ich in einigen Videos immer wieder angesprochen habe, weiterhin ansprechen werde, weil egal, ob diese Krise jetzt gekommen ist oder nicht gekommen wäre, das ist was, wo die meisten Deutschen über 70% ihre größten Vermögen hinterlegt haben und wo sie in der Vergangenheit schon viel, viel Geld verloren haben, weil auf all diese Anlageformen, die ich hier aufgeführt habe, die du hier lesen kannst, du kaum Zinsen bekommen hast und dann noch die Inflation dagegen. Das heißt, du hast auch da schon Geld verloren. Und in der jetzigen Situation kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, überprüfe, wie viel Geld hast du noch in diesen Anlagen oder ähnlichen und stelle es wirklich ganz, ganz kritisch auf den Prüfstand und überlege dir ganz genau, ob du es wirklich dort lassen
willst oder ob es nicht andere Alternativen gibt. Gern kannst du mich dazu auch anrufen, mit mir Kontakt aufnehmen. Du kannst mir auch gern deine Meinung unten reinschreiben, wenn du da anderer Meinung bist, andere Erfahrung hast. Das sind also alles sogenannte Geldwerte. Sie sind aus Papier, bestehen aber eigentlich nur aus digitalen Zahlen und geben lediglich ein Versprechen ab. Also das ist einfach so. Geld ist an sich nichts wert, das haben wir oft genug gesehen. Du kannst da viele Videos drüber sehen und wird einfach so aus dem Nichts geschaffen. Wie gesagt, zu den ganzen Problemen, die wir vor uns aufgeführt haben, Arbeitslosigkeit, weniger Steuereinnahmen, haben wir das Thema jetzt in diesem Video nicht, dass nach wie vor Geld gedruckt wird ohne Ende. Also auch das ist ja noch ein Riesenproblem. Vierte Schutzmaßnahme für dein Vermögen, für dein Geld. Falls du Immobilienbesitzer bist, sicher dir langfristig den derzeit niedrigen Zinssatz, falls du es nicht schon getan hast. Strebe eine Umschuldung an, mach ein Vorwortdarlehen, dass du dir die derzeitigen niedrigen Zinssätze noch sichern kannst. Aber Achtung an alle diejenigen, die in den Immobilienbereich, ja, ausschließlich in Immobilien angelegt haben. Ich habe mal gelernt, zu viele Immobilien machen unbeweglich, also immobil. Begrenze den Anteil dieses typischen Investments. Ich sage dir auch warum, weil Immobilien ist ein Besteuerungsschwerpunkt. Besonders in überschuldeten Kommunen. Es sind Sachwerteimmobilien, ganz klar. Und du hast auch den Vorteil des Inflationsschutzes. In der Vergangenheit hast du mit Immobilien langfristig gesehen auch immer ordentlich Vermögen machen können. Aber auch hier gilt wie bei allem nicht nur auf eine Anlageposition, sondern die Streuung. Und wenn du jetzt zum Beispiel alles in Immobilien angelegt hättest, dann hast du natürlich auch den Nachteil, dass der Staat relativ einfach Zugriff hat. Besteuerungsmaßnahmen, Lastenausgleich, siehe Griechenland, dort war das so, Mietpreiskappung oder ähnliches. Also wenn du wirklich einer bist, der 80-90% seiner Anlagen in Immobilien hat, mach dir auch dort Gedanken, kannst du jetzt noch eine Veränderung treffen und mach dort eine Umschichtung, dass du dort eine andere Verteilung hast von dem Ganzen. Im Extremfall kannst du die Immobilie eben auch nicht so ohne weiteres und schnell verkaufen. Anonym natürlich erst recht nicht. Sechste Schutzmaßnahme. Auf jeden Fall gehören in dein Portfolio Sachwerte wie Aktien und Fonds. Natürlich wäre ich jetzt derzeit immer wieder gefragt, wie sehe ich das Ganze? Sind wir jetzt am Boden? Soll ich jetzt mit einmal Einlagen reingehen in Immobilien, in Aktien, egal in welche Anlagen? Ich bin ganz, ganz großer Fan von ratierlichen Sparplänen, weil ratierliche Sparpläne solltest du jetzt auf jeden Fall auch weiterhin einzahlen, wenn du es denn noch kannst, weil langfristig gesehen bist du dort auf der Gewinnerstrecke, egal ob du in Goldsparpläne, also mit physischem Gold hinterlegt oder in Fonds oder in Aktien weiterhin investierst, dort wirst du langfristig auf jeden Fall Gewinne machen. Mit Einmalanlagen bin ich da etwas vorsichtiger. Das kommt immer darauf an, wie lange ist dein Anlagehorizont. Aber auch dort können wir uns gerne individuell drüber unterhalten, wenn du Fragen hast. Bei Fonds ist natürlich noch der Vorteil des Sondervermögens. Das heißt, wenn die Kapitalanlagegesellschaft Insolvenz anmelden müsste, hat der Insolvenzverwalter keinen Zugriff auf dein Geld. Siebte Schutzmaßnahme, etwas unkonventionell zum Schutz kleinerer Vermögenswerte. Zum Beispiel kannst du deinen Heizöltank noch auffüllen, wenn du eine Immobilie besitzt. Gibt es noch Reparaturen in der Wohnung, am Auto, die du vorziehen kannst? Dein Getränkestützpunkt, ich will jetzt nicht zu Hamsterkäufen aufrufen, aber überleg dir, was hast du die letzten, ich will jetzt nicht sagen, wo wir eingesperrt waren, sondern wo wir alle zu Hause, als Schutzmaßnahme zu Hause waren. Was hat sich bewährt? Was hast du vermisst? Was hast du gebraucht? Was kannst du für die Zukunft oder was würdest du für die Zukunft anders machen, wenn du wüsstest, es kommt noch einmal so eine Zeit auf dich zu. Wie kannst du dich vorbereiten? Kannst du in dein Unternehmen noch Investitionen mitmachen? Wie sieht es mit deinen langfristigen Konsumgütern aus? Computer, ist dein Computer vielleicht, solltest du da neu investieren? Weine, Holz hast du und so weiter. Also mach dir, sei dort kreativ. Wie kannst du nicht Konsumgüter, sondern in Sachwerte investieren, wo du sagst, die brauchst du, egal ob es zur Krise kommt oder nicht. Kauf von Land und Boden wäre auch noch eine Alternative. Äcker, Streuobstwiesen, Wälder, Lizenzen und so weiter.
Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt sind natürlich das Thema Edelmetalle. Aber stelle dir immer bei allem die Frage, was davon passt zu dir? Das war jetzt für unterschiedliche Risikogruppen, für unterschiedliche Geldbeutel, verschiedene von wegen Schutzmaßnahmen. Und schau einfach, was davon passt zu dir. Das Wichtigste, denk dran, deine Sachen anzuschauen. Kapitalbildende Lebensversicherung, Bausparen, Tagesgelder und so weiter. Und habe auch immer angemessen Bargeld zur Verfügung. Ist dir schnelle Veräußerung wichtig? Was ist dir wichtig bei Investitionen? Und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, wenn du nicht selber im Stoff stehst, such dir einen Berater deines Vertrauens. Wenn du da jemanden hast, geh auf den zu. Wenn du niemanden hast, gerne kannst du mit mir Kontakt aufnehmen, dass wir uns individuell über deine Situation unterhalten. Die neunte Schutzmaßnahme, das ist auch eine der wichtigen, sage ich, wer streut, rutscht nicht aus. Das heißt, Konten auf mehrere Banken, Familienmitglieder, das hat man schon alles, in verschiedenen Ländern, verschiedene Währungen, verschiedene Laufzeiten, verschiedene Anlagen, Edelmetall, Aktien, Fonds, Immobilien und so weiter. Also, dass du einfach eine Streuung des Ganzen hast. Frage dich einmal, was ist nicht beliebig vermehrbar? Wer oder was kann nicht bankrott gehen? Und weil alle unsere Währungen eigentlich langfristig gesehen immer Kredite sind, Gold und Silber haben sich in der Praxis bewährt. Sie sind immer Wertspeicher und sind immer Sachwerte, die du immer mit im Portfolio haben solltest. Sie haben also eine Doppelfunktion. Sie sind Geldanlage und Versicherung zugleich. Deswegen ein ganz, ganz zentraler Punkt bei deinem Vermögensschutz sind deswegen Edelmetalle. Mach dir auch darüber Gedanken. Kaufe unbedingt physisches Edelmetall und lager es sicher. Also ich würde nicht irgendwelche Medaillen oder ähnliches, sondern wenn du physisches Edelmetall, entweder beispielsweise Gold, Goldbarren oder Goldmünzen, die du weltweit veräußern kannst, keine seltenen Sachen, aber auch hier bin ich gerne für Fragen für dich da. Bei der Umsetzung, dein Geld zu schützen, helfe ich dir gern. Wenn du willst, helfe ich dir dabei. Meine Kontaktdaten sind hier nochmal, sie sind auch unter dem Video. Ich hoffe, das war der eine oder andere Punkt für dich dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, empfehle mich gerne weiter. Abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke mit und dass du auch die neuesten Videos immer mitbekommst. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank und ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über deine Fragen und bis bald.